Hallo Leute, ich begrüße euch auch heute wieder in meinem kleinen Labor. Ich habe hier schon ein bisschen wieder gesammelt. Man sieht schon, das hier ist mehr geworden. Da noch ein bisschen, da habe ich die restlichen vor allen Dingen hier mit drin. Irgendwo, ich glaube da. Ja, nee, da. Haha. Haben uns noch einiges anderes organisiert. Netherwarzen, Zombie-Gehirne und Enderperlen, leider davon nur 11 Stück. Und wir haben ja noch einiges fertig zu machen, das ich damit dann gerne jetzt versuchen will. Das war gut. Keine verbraucht, aber die erste Discovery direkt mal. Portable Hole. Und ich sollte meinen Kram hier vielleicht noch rausholen, stelle ich fest. Die habe ich irgendwann hier reingelegt gehabt und seitdem noch nicht wieder abgeholt. So, ihr seid schon mal in Sicherheit. Was haben wir denn da? Portable Hole. Ah, das liegt an dem dran. Das ist cool. Brauchen wir eine Enderperle? Was? 24 davon, also ich merke schon. Wir brauchen alleine 8 Enderperlen reingeben. Davon was, davon was. 200 Wiss. Das ist nicht so das Problem. Wir brauchen von dem Enchanted Fabric einiges. Das können wir uns eigentlich mal machen, denn ich habe hier irgendwo hier Spinnenzeug drin und Wolle. Das lässt sich also einrichten. Dass wir da zumindest mal schon mal was von machen. So, machen wir uns einfach mal ein paar. Können wir direkt mal versuchen, das Portable Hole zu machen. Denn das ist schon ein ziemlich cooles Teil. Was brauche ich denn? Also ich brauche davon 4 Stück, den. Ich brauche 24 davon, 24 davon. Das sind wahrscheinlich 16 oder 18. Ich denke mal eher 16. Das heißt, das müsste funktionieren. Ihr habt 4 Stück davon. 4 mal 18, 24. Eine brauchen wir fürs Rezept. Sehr schön. Davon wollen wir 16 brauchen. Und dann brauchen wir noch das leere Ding. Habe ich das irgendwo außer bei den Glasflaschen? Wo wir uns vielleicht in größerer Masse herbekommt. Die Glasflasche müsste ich mir nämlich erst neue machen. Das scheint mir aber nicht so. Scheint mir aber nicht so. Dann müssen wir mal fix abholen. Ich habe reichlich Glas gemacht, das ist nicht das Problem. Denn ich wollte auch noch dann Clay mit benutzen, um uns schon mal diese Fläschchen, die es da gibt, machen zu können. Die wir ja irgendwo. Wo waren sie? Die gehörten ja zur Basisausstattung mit dazu. Da oben die hier. Da, wo man ja auch Glas braucht. War es Glas oder war es Glaspanel? Das habe ich schon wieder vergessen. Richtige Glasblöcke, genau. Und deswegen habe ich hier schon mal ein bisschen Glas wieder machen lassen. Was man dann dafür unter anderem verwenden kann. Habe auch Lehm gesammelt, weil davon hatte ich ja auch nichts mehr da. Wer sich dann noch erinnert, der war mir mal irgendwann weg. So. Beziehungsweise ich habe halt nie viel Lehm gefunden. Auch in den anderen Ages nicht. Dafür haben wir dann hier jetzt noch Lehm. Davon lassen wir 2 da. Und machen uns dann erstmal hier die Fläschchen. Und die besonderen Fläschchen. Gibt zum Glück. Oh, das gibt mehr als erwartet. Stand da 8? Ich habe da irgendwie gelesen. Ja, 8. Ich habe da nämlich 3 gelesen. Ich dachte, das gibt ja genauso wie die anderen. Da dachte ich mir, huh, wo kommen die denn alle her? Kann ich in meiner hungrigen Truhe lagern? Sehr cool. Ich mag die hungrige Truhe. So, davon bleibt noch was hier drin. Und von den Gläsern wird natürlich jetzt ordentlich was hier bleiben. Denn davon brauchten wir 24, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt wieder zum Portable Hole finden. Da unten. Ja, dann haben wir natürlich wieder reichlich Kram, den wir in die Atmosphäre schleudern. Aber ich denke, einmal wird uns das wohl noch verzeihen können. Ich habe hier auch schon den besseren Wand drin, den habe ich mir zwischendurch schon mal vorbereitet. Weil ich mir dachte, hey, klüger ist das. So. Vergleichen wir erst einmal.
Ja, 24 brauche ich. Die haben wir sehr gut. Dann die Seeds. Das klingt, als wäre ich in Slime. Ich bin aber auf Peaceful. Und die Vakus. Ja. Und ein Portable Hole. Ja, ein Portable Hole. Schwupp, wir haben ein Loch. Leider flackert das an den Kanten immer noch. Das ist wohl ein bisschen Grafikbug, vor allem beim Rein- und Rausgehen. Ja, das zieht sich aus der Aura drumherum bis. Ja, leider hat es eine Begrenzung. Also man kann nicht ewig weit. Ich kann jetzt einfach mal auf gut Glück hier probieren. Aber das ist zu viel. Da oben zum Beispiel geht's aber. Und dann sieht man, normalerweise sieht man, dass da ein bisschen was... Ja, der Balken unten geht ein bisschen leer und füllt sich dann halt wieder auf. Und damit kann man halt jederzeit einen Ausgang oder sowas haben. Kann halt einfach mal überall durch. Ich kann jetzt hier schwupp. Das ging sogar recht fix. So kann ich hier wieder in mein Haus rein. Und gut, man sollte es halt nicht übertreiben, weil das macht halt ein bisschen die Aura drumherum einfach auch kaputt. Aber das ist halt ganz nett. Oder wenn man zum Beispiel irgendwie ganz oben auf dem Turm ist und schnell runter will. Wobei mir einfällt, ich muss nochmal ein neues Schwert machen, weil das Schwert hier mit den vielen Aspekten kann ich nicht reparieren. Das ist voll ätzend. Also, weil ich das da reinspiele, sagt er mir, too expensive. So, jetzt können wir mal... Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Das ist wahrscheinlich, weil es nicht durchgehend war. Machen wir das einfach hier. So, und schon bin ich weiter unten. Und schon bin ich draußen. Und jetzt muss ich noch eben hier durch. Flupp. Ja, es geht, also wenn die Blöcke irgendwie vorbei sind, dann hört er nach einer Ebene auf. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel da was hinmachen. Hier wäre es wahrscheinlich schwieriger. Doch, doch, das funktioniert. Scheiße. Jetzt bin ich in irgendeiner Höhle gelandet. Zum Glück sehe ich da ein Stück Mauer weg. Ich sollte also einen Weg finden, wieder rauszukommen. Vielleicht sollte ich auch da keinen Weg finden, wieder rauszukommen. Gehen wir lieber da lang. Ihr seht also, so ein Portable Hole ist nicht ganz ungefährlich. Wird auf jeden Fall mit eingepackt und häufiger mal verwendet werden. Weil es ist einfach cool. Es ist super cool. Haha. Außerdem haben wir noch was, was ich researchen will. Das Brain in a Jar. Ich habe nämlich festgestellt, die hier haben auch dieses hübsche Malum. Macht irgendwie auch Sinn, dass das Gehirn dabei hilft. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre, sich das mal anzugucken. Und da habe ich reichlich von finden können. Na komm schon, kleinen Tacken noch, kleinen Tacken. Komm schon. So, geht doch. Jetzt 12 Stück für verpulvert. Dafür haben wir jetzt Brain in the Jar. Ich will das mal einmal hier unten umordnen. So, und jetzt nochmal. Brain in the Jar. Sealing the Fallness. Zombie Brain into a Jar. Add some spider ice and water. Ja. Style gently with your wand while thinking dark thoughts. Ja. If you follow the recipe exactly, you should have a partially animated and fully malicious zombie brain. It retains some of the hunger it passed as a zombie, and while it cannot consume brains, it enjoys eating the thoughts and experience of those slaying nearby. A good shake will make it render some of its ill-gotten gains to you. Ja, da konnte man irgendwie Erfahrungspunkte konnten da reinfallen. Und dafür kamen die auch irgendwie wieder raus oder so. Gott. Problem A ist, ich habe von den Jars keine mehr. Auf jeden Fall werde ich das mal in der Hinterhand halten, wenn ich mal einen Zombie-Spawner oder allgemein einen Mob-Spawner habe, dass man damit dann mal arbeiten kann. Wir haben nämlich noch was anderes, was auf unserer Agenda draufsteht für heute. Die Goggles of Revealing. Da brauchen wir diesen Aspekt hier. Und ich habe mir hier noch welchen davon organisiert. Wir brauchen aber erstmal noch einen zweiten davon. Das geht noch recht leicht. Ich kann auch das Leder schon mal mitnehmen. Ich hoffe, das reicht, dass ich da habe. Und ein blaues Dingsbums hier. Irgendwie finde ich in der Welt, die ich zum Farmen nehme, großteils nur grüne... Ey, mein Kleiner, schwupp, hol dir mal dein Wasser. Finde ich nur grüne, weil das wahrscheinlich, weil das Extreme Edge oder wie das heißt ist. So, dafür brauchen wir noch den zweiten. Können die Zombie-Gehirne schon mal wieder wegpacken. Zombie-Gehirne. Und dann muss ich hier nochmal nachschauen. Ich brauche 4 Leder. Ich hätte vielleicht Gold und was ist denn Visum? Ach, das ist das mit dem Sehen wahrscheinlich. Ja, das ist alles nicht das Problem. Auch wenn hier Dinge komische Geräusche machen. Oh,
das könnte auch nicht im Spiel, sondern echt gewesen sein. Das ist dann nicht ganz so schlimm. So. Magie, Dingsbums und Wissem. Davon gibt jeder einen von denen, die er hat. Ja. Wissem müsste sich über. Haben wir noch genug Karotten? Warum ist auch immer Karotten damit zu tun haben? Ja, das ist echt in echt. Okay, da ist gerade meine Freundin am Mülleimer. Ich frage mich die ganze Zeit, was das für komische Geräusche sind. Oh, die geben sogar zwei. Das heißt, ich brauche nur vier Karotten. Magie. Haben wir hier wieder Great Woodlocks. Machen wir auch 8 Stück, glaube ich. Und dann müsste das funktionieren. Können schon mal zuerst mal... Ah, ich habe noch was vergessen. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich müsste da noch andere Dinge mit reintun. Also sprich Kristalle, aber brauchen wir gar nicht. So. Sechs, sieben, acht. Erstes haben wir. Ich habe befürchtet, dass diese Blöd-Geräusche hier nicht gerade gut für mich sind. Aber wir haben die Goggles of Revealing. Er macht sich wieder auf den Weg und irgendwie bleibt er heute die ganze Zeit daneben stehen. Aber naja, ist ja nicht so wild. Es ist leichter, das zu machen als andere Dinge. So, und wir haben die Goggles of Revealing und... ja... Das ist der Hauptgrund dafür, dass man das eigentlich nicht so barbarisch machen sollte wie ich. Unser Flux ist dangerous. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle, ich gehe mal nur auf easy. Oh, und dieses 420 ist die maximale Wiss, das es in unserer Aura hier gibt. Das ist nicht gerade viel. Es müssten jetzt eigentlich längst hier irgendwelche Wisps spawnen. Vor allem, wenn das hier alles dangerous ist. Zum Glück ist es gerade hell, aber spawnen sollten sie trotzdem. Ich gehe einfach mal raus. Hier habe ich mir die Netherwarzen angepflanzt. Hier ist schon wieder moderat. Okay, da ist ein neues Gebiet. Habe ich da gerade was umgesehen? Da ist noch ein Portable Hole Stück da. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Das kann auch ein Grafikbug sein. Ich denke mir mal, ich gucke jetzt erstmal ein bisschen. Ja, zumindest mal kurz nach Wiss gucken. Vielleicht habe ich ja das Glück und finde einen. Einfach aus Neugier. Weil ich denen ja noch nicht begegnet bin. Vielleicht finden wir irgendwo einen. Ja, das ist, scheint ein Grafikbug zu sein, dass da der Block, also dass der irgendwie einen Block mit versucht hat wegzumachen, der nicht weggeht und jetzt nicht wiederkommt oder so. Aber ich sehe hier immer noch keine Wisps. Na, dann ist das wohl nicht so gefährlich für mich gerade. Ich gehe trotzdem wieder auf Peaceful. Wir sehen jetzt immerhin, wie sich das Ganze, wie sich das verhält. Das ist halt schon mal ganz nett. Ich könnte auch mal schauen, ob ich die Dinger mal noch verzaubern kann. Das wäre auch interessant. Ja, kann man. Dann gehe ich mir einfach mal zu meinem XP-Buch, hole mir ein paar Erfahrungsstufen ab und verzauber mir die direkt. Weil ich schon meinen Helm da nicht mehr trage, kann ich hier wenigstens die verzaubern, auch wenn die, glaube ich, nicht so lange halten. Das ist das Problem an ihnen. Obwohl, reparieren sollte da dann gehen. Wo habe ich es denn nachher? Ich habe es hier. Genau. Da sieht man es. Jetzt kann ich einfach welche rausziehen. Dann addieren die sich bei mir unten dazu, wie man sieht. Jetzt bin ich auf einmal wieder bei 30. Das mache ich halt zwischendurch immer mal, wenn ich irgendwie ganz viel gefarmt habe und feststelle, ich bin jetzt irgendwie Stufe 30 bis 40. Will aber natürlich das Verzaubern irgendwie onscreen mit euch zusammen machen. Dann packe ich das da rein. Oder ich nutze es ab und zu mal zum Reparieren. So. Welche nehmen wir? Nehmen wir einfach mal so. Protection, Aqua Affinity, Respiration. Das ist nice. Das heißt vor allen Dingen, dass wir besser unter Wasser atmen können, auch wenn wir jetzt wieder mehr Schaden bekommen. Protection ist immerhin noch was mit drin. Ziemlich viel sogar. Die Dinger sind der Hammer. Damit dürfte ich ziemlich lange unter Wasser atmen können. Das ist cool. Ja, jetzt kann ich das Zeug, was ich da habe, erstmal wieder wegtun. Wobei mich interessieren würde. Wir können jetzt ja im Endeffekt weiter forschen. Ob ich damit nicht vielleicht noch irgendwas bekomme. Da ist zumindest schon mal was. Wieder mit dem drin. Ha. Ja komm, jetzt erforsche ich auch. Dafür habe ich die Dinger ja immer mit zugelegt. Basics Flux Research, okay. 41%. Ja. Nehmen wir doch mal wie immer die Seeds erstmal mit rein.
Weil dieses Permutation, das haben wir wirklich oft. Scheint auch diesmal wieder mit drin zu sein. Und drei weitere. You have started researching for some device or means to control limit flux. Examining Silverwood might give you more clues since it's a natural resistance to flux. Also abgesehen davon, dass die Natural Resistance hat, ist schon interessant. Also ich frage, ob ich irgendwo noch Silverwood habe. Ich weiß, dass ich es mitgenommen habe. Ich weiß noch nicht, wo ich es hingetan habe. Oder habe ich das Silverwood da drin gelassen? Nein, das ist Greatwood Lock. Also ich weiß ja, dass ich was hatte. Das haben wir letztes Mal onscreen zusammen geholt. Und ich weiß, dass ich das noch nicht alles aufgebraucht habe. Da, gefunden. Ja. Was hat das denn für Aspekte? Magic und Purus könnten dafür interessant sein. Ja, Purus geht rein. Und dann brauchen wir noch den Imperio und den Mechini. Ja, das ist jetzt nicht so schlecht. Ich habe neues Gummi geholt. Ah, Redstone wird langsam weniger. Aber dann haben wir in der Truhe da noch was. Von daher. Na. Need to control, command, dominate. Ja, das klingt doch gut. So. Ach, das war das. Oh ja, cool. Genau das wollte ich haben. Das erste bisschen Verständnis bei Untersuchung von Flux und die Archon Alambic. Genau das habe ich gesucht. Da kommen wir aus Silverwood Locks und aus Gold können wir das hier machen, Flux-Filter. Und aus dieser lustigen Kombination mit noch mehr solcher Warden Jars, stelle ich fest, können wir den Arcane Alembic machen. Oder den, wie heißt das? Ja, noch Arcane Alembic. Genau das suche ich. Darin kann ich das nämlich stückweise lagern. Das heißt, wir brauchen hiervon welche. Wir können davon eigentlich auch noch mehr mitnehmen. Und das Holz hatte ich hier noch drin. Genau. Wo gingst du drin? In der Workbench sogar. Ach, das ist ja praktisch. Da braucht es nur nicht den, sondern den kleinen, den großen, weil es sonst zu schnell leer geht. Und eigentlich bräuchte ich davon noch mehr, aber naja. Stück, immerhin. Das ist doch okay, damit kann ich leben. Wie werden wir... Wie viele keine Limbics brauche ich denn wohl so? Mehr. 4 Stück. Das heißt, erstmal mache ich mir die Dinger hier. Dafür brauche ich die Purity und Dingsbums. Ich sollte da eigentlich nicht noch mehr reinpumpen, aber wir brauchen das halt dafür. Gold. Und wir werden von den Dingern 4 Stück brauchen. Das heißt 8 Gold. Und 4 von den Silverwood Locks. Packe ich die mal damit zu dem anderen. So, Purity. Was hatte ich für Purity so zur Auswahl? Ich weiß, dass das irgendwo mit dabei war. Ja, hier in den Blättern. Dann nehmen wir die. Ich werde das eh nicht quasi ganz reinbekommen. Und ich werde eben mehr davon brauchen. Nehmen wir so ruhig mehr mit. Und es ist halt leider schon dangerous, weswegen das auch die Aura sich hier auch so leicht kaputt zu gehen scheint, denke ich mal. 8 Stück brauche ich davon, oh Gott. Na. Acht davon. Können wir uns den ersten da rausholen. Und er, na, schafft er es? Ja, diesmal kriegt das hin. Sehr cool. Ich finde das sowieso super cool gemacht, dass man da quasi nicht draufklicken muss, sondern dass dann alleine damit reagiert. Lässt sich netterweise auch stacken. Und er schafft es wieder. Guter Junge. So. Ja, und wir haben von den Blättern zum Beispiel jetzt unheimlich viel drin. Wenn wir hiermit durch sind, haben wir eine Lösung dafür.
Genau dafür mache ich das gerade. Ach komm schon, fang an zu blubbern. Auch wenn wir hier gerade unheimlich viel Energie verbrauchen, aber das wirst du ja wohl noch hinbekommen. Ich finde das so cool, wie das darüber fliegt. Das ist saugeil gemacht von den Effekten her. Das ist hier. So. Jetzt brauchen wir erstmal. Was hatte ich hier noch? Ein bisschen Gold. Die Warden Just habe ich. Die Dinger hier brauche ich. Wie mache ich mir den denn nochmal? Brewing Stand. Die habe ich nie benutzt. Irgendwie so ziemlich. Brewing Stand. 4 Stück brauche ich. Eine Blaze Rod und Cobblestone. Das habe ich ja sogar hier. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das aufwendiger ist. So. Dann können wir das nämlich direkt machen. Ich hoffe, das funktioniert dann auch so, wie ich es mir denke. Das muss ich eigentlich gleich mal nachlesen. Aber erstmal mache ich mir die Dinger fertig. Was brauche ich denn an Aspekten dazu? Das sollte ich vielleicht mal schauen. Wind, Crystal und Aqua. Ich lege mir das Zeug erstmal rein. Aber ich hätte mein Gold vielleicht nicht weglegen sollen. Wind, Aqua und Crystal brauche ich. Das heißt, ich werde zwangsweise diese ziemlich auf Federn zurückgreifen müssen. Die dafür aber netterweise mehr dabei haben. Gold brauchen wir sowieso. Warte, Crystal? Oder wie ist das? Also dieses Kristallding und Wasser, ja. Das Kristallding halten wir da irgendwo zum Beispiel mit. Genau, das ist viel zu viel Kram. Da ist Kristall drin, da wäre es halt einzeln. Das heißt, ich hole mir davon noch welche rüber. Und Wasser. Wo habe ich wohl Wasser drin? Ich könnte einfach mal probieren, was passiert, wenn ich so eine Flasche mit Wasser fülle, ob die dann Wasser da drin hat. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob man es... Natürlich, man hat es gerade gesehen, ich habe es voll verpennt zu erwähnen. Wenn ich hier Dinge jetzt reinwerfe, dadurch, dass ich das Google of Revealing habe, sieht man, was da drin ist. Deswegen konnte ich das gerade sehen. Ja, die haben Water und Crystal, das ist ja eine gute Kombination. Wie viel brauchte ich davon? Na, ich weiß das nicht. Water und Crystal kriegen wir 1 zu 1. Wir brauchen durch jeweils 8. Das heißt, ich muss 8 Flaschen hier reinwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die hinterher. Und jetzt sieht man das jetzt, wenn ich hier drauf gehe, wenn ich weggehe, ist es weg. Und wenn ich dann da drüber bewege, sieht man es wieder. Wir haben leider immer noch ein bisschen Überschuss drin. Aber genug für einen Arcane-Dingsbums. Den kann ich hier dran schließen. Flupp. Und ja, was der macht, sehen wir jetzt beim nächsten Durchlauf. Eins, wie viel habe ich denn noch? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssen erstmal die alle da rein befrachten. Eins, zwei, drei, vier war die magische Zahl, nicht wahr? So, wir holen uns jetzt noch einen daraus. Und jetzt sieht man, der hat da drin 16 dieser kleinen Flügel. Cool, oder? Die Dinger sind in der Lage, überschüssiges Wiss aufzunehmen. Und damit dann in der Lage, das ist dann hier drin. Und 8 Stück davon kann ich mich hier mit so einem Fläschchen abholen. Jetzt habe ich hier Essence Voltio. 2 Stück. Ganz frei zur Verfügung. Und kann die zum Beispiel hier in so ein Glas wieder reinmachen. Das kostet mich zwar die Flaschen hier, aber es funktioniert ansonsten. Und ich kann hier auch den nächsten noch mit dran. Also es eignen sich bis zu 4 Stück, kriegt man an einen dran. Geh mal weg, mein Kleiner. Aua, du sollst zur Seite gehen. Oder dich zumindest draufstellen oder irgendwas. Stückchen da weg. Reicht schon. Danke. Sehr schön gemacht. Ich muss dann nicht mal schauen, weil die Dinger kann man auch wieder mit Goli versorgen. Das ist dann das nächste Interessante daran. Ja, sind 8 Stück. Ich werde die jetzt aber noch heute noch nicht versorgen können. Wir machen uns die jetzt fertig erstmal. Weil mehr schaffe ich halt zeitlich nicht. So. Wir holen uns den hier raus. Flupp. Können ihn auch platzieren.
Und man sieht, in denen ist jetzt in beiden was drin. Da sind 8 drin, da sind 16. Das heißt, ich kann mir hier wieder was rausholen. Das Gute ist natürlich, also das verseucht erstmal unsere Umwelt nicht, weil es ist ja nicht in der Umwelt. Und das Zweite ist halt, man kann es halt lagern. Und wenn ich das jetzt wieder brauche, kann ich halt hier raus mir das da reinziehen lassen. Und das ist super bequem. Du musst mal gerade deinen Sprung zum Wasser noch schaffen. Und dann kann ich da Wasser wieder drauf werfen. Irgendwie rennt er da oben jetzt teilweise ein bisschen doof rum, weil die Stelle, an die er wollte, natürlich belegt ist. Da ist die KI nicht immer perfekt. Muss man leider sagen. Aber es ist schon ziemlich cool. Ich finde diesen Golem super. Und freue mich schon auf die nächsten. Hier machen wir uns jetzt noch den letzten. Schwupp. Packen den hier hin. Jetzt sieht man, hier hat er gerade andere verwendet dafür. Und hier 2 andere vollgepackt. Und ich kann mir die hier mit rüber tun. Ah, verdammt, jetzt. Das wollte ich gar nicht. So rum wollte ich das. Hehe. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir damit für heute jetzt Schluss. Man sieht, unser kleiner Racker hier hat sich da wieder ein Plätzchen gesucht. Wir haben hier einen Weg erstmal, um die Dinger voll zu bekommen und müssen nicht mehr unsere Umwelt damit verseuchen. Man sieht vor allem, unsere Aura geht gerade runter und das massivst. Das ist nicht unbedingt gut. Es kann sein, dass uns hier der Node ausgegangen ist. Weil normalerweise, wenn wir die Dinger anhaben, sollten wir die Arcane Nodes ja auch sehen, wenn die irgendwie frei zu erreichen sind. Hier geht, jetzt geht es wieder hoch, okay, naja. Zur Not muss ich da mal einen Baum oben drauf pflanzen, das sollte helfen, damit der wieder, ja, aktiver wird. Ja, damit machen wir jetzt Schluss. Man sieht hier schon dieses coole Teil und beim nächsten Mal machen wir damit weiter, wenn ich versuche, das weiter zu automatisieren. Bis dann, Leute. Macht's gut.